Hallo an alle, mein Name ist Luik und wir wollen versuchen, dir in diesem Video die unserer Erfahrung nach beste Vorgehensweise für die Montage von Vollgummireifen auf einem Elektroroller zu zeigen. Und natürlich auch die vielen Kniffe, die es zu beachten gilt, damit du das auch zu Hause hinbekommst. Wir alle wissen, dass das Wechseln eines E-Scooter-Reifens kompliziert sein kann, vor allem wenn man nicht über die richtige Technik bzw. das richtige Werkzeug verfügt. Und in der Tat ist das kein leichtes Vorhaben, denn es erfordert doch ein wenig Körpereinsatz und eine korrekte Arbeitsmethode. Unser Ziel ist es jedoch, dir zu zeigen, dass es durchaus für jeden zu schaffen ist. In diesem Video werden wir dir also genau die Methode zeigen, die wir bei MoveMove anwenden. Es ist natürlich nicht die einzige Technik, die es gibt, aber es ist die, die wir für die praktischste, einfachste und effektivste halten. Wir hoffen also, dass wir dir damit weiterhelfen können. Das erste, was du also tun musst, ist den alten Reifen und den geplatzten Schlauch zu entfernen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, schau dir unsere anderen Videos an, da findest du bestimmt ein speziell für dein Rollermodell passendes Tutorial. Darüber hinaus findest du alle notwendigen Links in der Beschreibung dieses Videos. Wenn dies also erledigt ist, folgt der zweite und vielleicht wichtigste Schritt, um erfolgreich einen Vollgummireifen zu montieren, nämlich das Erwärmen des Reifens. Durch das Erwärmen wird der Reifen weicher und formbarer und lässt sich somit wesentlich leichter montieren. Dafür gibt es zwei Methoden. Die erste, die zwar grundsätzlich funktioniert, allerdings weniger effektiv ist, wäre, dass du deinen Reifen unter Wasser hältst und ihn ein paar Minuten lang in die Mikrowelle legst. Die zweite Möglichkeit und die, die wir dir empfehlen, weil sie viel besser funktioniert, ist, Wasser zum Kochen zu bringen und deinen Vollgummireifen 10 bis 15 Minuten lang in das heiße Wasser zu tauchen. Natürlich geht es hier nicht darum, den Reifen zu kochen, sondern nur darum, dass er bis ins Innerste erwärmt wird. Danach geht es an die Montage des Vollgummireifens. Dabei empfiehlt es sich, auf einem Stuhl zu sitzen, um einen sicheren und bequemen Halt zu haben, damit man sich nicht den Rücken verrenkt. Außerdem wäre es gut, wenn du Folgendes neben dir bereithalten würdest: Flüssigseife, gute Herkules-Reifenheber, etwas Küchenrolle und deine Räder. In dieser ersten Sequenz montieren wir einen Vollgummireifen auf das Hinterrad eines Xiaomi. Schritt 1. Es werden ein paar Tropfen Seife auf die Felgenräder, auf die flachen Kanten unserer Reifenheber gegeben. Außerdem auf die Innenseite des Reifens, dadurch kann er nicht so leicht hängen bleiben und gleitet viel leichter ins Felgeninnere. Schritt 2. Die Drehrichtung des Reifens sollte vor der Montage genau überprüft werden. Auch sollten die Profilreihen des Reifens in Richtung Vorderseite des Rollers zeigen. Das ist wichtig, weil die Rillen im Reifen dazu dienen, das Wasser richtig abzuleiten, wenn du auf einem nassen Straßenbelag fährst. Wenn du ihn also falsch herum montierst, verliert er an Haftung und die Wahrscheinlichkeit auszurutschen ist höher. Schritt 3. Der Reifen wird auf den Boden gelegt und die Felge auf den Reifen. Schritt 4. Ein erster Teil der Felge wird in den Vollgummireifen eingelegt. Dafür stellst du dich mit beiden Füßen auf die Felge, damit sie nicht verrutschen kann. Schritt 5. Nun werden die Reifenheber zwischen Felge und Reifen geschoben. Dann hebelst du den Reifen hoch, während du mit beiden Füßen gegen das Rad drückst. Mit dieser Technik schiebt sich der Vollgummireifen nach oben und kommt innen an der Felge zum Liegen. Es ist nicht unbedingt einfach, das ganz alleine zu schaffen. Also zögere nicht, jemanden zu Hilfe zu holen, damit er oder sie den dritten Reifenheber anlegen und anheben kann. Also, hier sieht man, dass der Reifen sich perfekt in die Felge eingepasst hat. Aber wenn dies bei dir nicht klappen sollte, so wie hier, dann kannst du die Positionierung mit Hilfe eines Inbusschlüssels oder eines Schraubenziehers in die Felgenlöcher zu Ende führen und den Reifen in der Mitte positionieren. Der praktischste Weg, den Reifen anzuheben, ist, einen Reifenheber zwischen Felge und Reifen hineinzuschieben. Du wirst sehen, dass der Reifen dann von selbst in die richtige Position gelangt. In dieser zweiten Sequenz sehen wir uns also nur an, wie man einen Vollgummireifen auf das Vorderrad eines Xiaomis montiert, wobei der Motor nicht vom Roller abgekoppelt werden kann. Dazu wird der Roller auf den Boden gelegt, das Vorderrad in die Mitte mit dem Motorkabel nach oben, damit es bei der Montage nicht beschädigt wird.
Dann gibt man ein paar Tropfen Flüssigseife um den Vollgummireifen herum. Dabei überprüft man immer genau dessen Drehrichtung, wobei die Profilrillen des Reifens in Richtung des vorderen Teils des Rollers zeigen müssen. Danach legt man den Reifen auf den Boden und den Motor direkt auf den Reifen. Du gibst etwas Flüssigseife auf die flachen Ränder der Reifenheber. Ein erster Teil des Vorderrads wird in den Vollgummireifen eingelegt und das Ganze wird dadurch festgehalten, dass wir uns mit beiden Füßen auf den Motor stellen. Dann werden unsere Reifenheber zwischen Felge und Reifen geschoben und du hebelst den Reifen auf, während du mit beiden Füßen auf den Reifen drückst. Und sollte der Reifen seine Position nicht perfekt mittig auf dem Rad einnehmen, kannst du die Positionierung dadurch zu Ende bringen, dass du einen Reifenheber zwischen Felge und Reifen schiebst und den Reifen anhebst. Und du wirst sehen, dass er dann von selbst in die richtige Position gelangt. Ein kleiner Tipp: Damit die Reifenheber problemlos unter das Rad geschoben werden können, solltest du sie einfach parallel zur Felge einschieben. Denn wenn du versuchst, sie senkrecht anzusetzen, bleiben sie am Rand des Vollgummireifens stecken. In dieser dritten Sequenz werden wir also zwei Vollgummireifen auf die Räder eines Rollers montieren, der allerdings kein Schaumiroller ist. Beim ersten Mal, bei dem Rad mit dem Motor, hatte ich Glück, denn der Reifen ließ sich perfekt und auf Anhieb in die Felge einsetzen. Bei dem anderen Rad hatte ich jedoch ein paar Schwierigkeiten und deshalb dachten wir, es wäre von Nutzen und auch interessant, dir zu zeigen, wenn es mal nicht auf Anhieb klappt und das Ganze doch ein wenig Krafteinsatz erfordert. Also beginnen wir damit, unseren ersten Vollgummireifen unter heißes Wasser zu halten. Dann entfernen wir das überschüssige Wasser. Danach gibst du wie immer ein paar Tropfen Seife auf die innere Reifenoberfläche, auf die Ränder der Felge und auf die flachen Kanten der Reifenheber. Ich trockne meine Hände gut ab, damit sie nicht abrutschen. Außerdem überprüfe ich die Drehrichtung des Reifens. Dann lege ich den Vollgummireifen auf den Boden und den Motor mit dem Kabel oben auf den Reifen. Ich lege ein erstes Teilstück des Rades in den Vollgummireifen und stelle mich mit beiden Füßen auf den Motor, damit er nicht verrutscht. Dann schiebe ich meine Reifenheber zwischen die Felge und den Reifen und ich heble, während ich meine Füße auf das Rad drücke. Ich lasse dich die etwas weniger reibungslose Installation des anderen Vollgummireifens ganz in Ruhe anschauen. Ganz wichtig, wenn dir dieses Video weiterhilft und du findest, dass es gut gemacht ist, dann lass uns doch ein kleines Like da. Das freut uns immer.
Also ein kurzes Wort zu den Werkzeugen. Bei Mofmo verwenden wir Herkules-Reifenheber und aus Erfahrung können wir ohne Einschränkung sagen, dass wir diese Reifenheber favorisieren und dass sie einen entscheidenden Unterschied machen. Und tatsächlich sind sie unsere besten Verbündeten, wenn es darum geht, die Reifen eines Elektrorollers erfolgreich und ohne Nervenzusammenbruch auszuwechseln und zu montieren. Wenn du ein knappes Budget hast und nicht in gutes Werkzeug investieren möchtest, kannst du natürlich auch lange Schlitzschraubendreher verwenden. Wir haben es schon mal damit ausprobiert und es funktioniert, aber es ist nicht ganz so einfach. Wir empfehlen dir allerdings nur Schraubenzieher zu verwenden, die schon ausgedient haben, denn es besteht die Gefahr, dass sie abbrechen oder sich verbiegen und du musst dir dann wahrscheinlich neue kaufen. So, mit all dem hoffen wir nun, dass dieses Video dir auf die gewünschte Weise helfen kann und wir lassen dir auf jeden Fall alle brauchbaren Links in der Beschreibung und wünschen dir einen super Tag. Und hier ist ein kleiner Bonus für alle, die wissen wollen, wie man einen Vollgummireifen abnimmt. Das geht ganz einfach. Du gibst einige Tropfen Flüssigseife um die Felge herum und auf den Vollgummireifen. Ein paar Tropfen auf die flachen Seiten der Reifenheber. Du stellst dich mit beiden Füßen auf das Rad, um es zu fixieren. Du steckst zwei oder drei Reifenheber zwischen die Felge und den Vollgummireifen. Nun musst du nur noch das Rad mit beiden Füßen fixieren und schon hast du mit zwei Reifenhebern eine Hebelwirkung erzeugt. Und die Sache ist erledigt.